Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich habe heute mal wieder ein DM-Haul für euch, denn ich merke einfach, dass die Videos immer so gefragt sind hier. Und von daher dachte ich mir, drehe ich direkt ein Video, denn ich war gerade DM einkaufen und habe ein paar schöne Sachen eingekauft und auch verschiedene Pflege, aber auch Kosmetik auf jeden Fall. Von daher würde ich auch sagen, ich greife jetzt noch einfach durcheinander in die Tasche rein und hole einfach das raus, was direkt oben drauf liegt. Und da habe ich mir als allererstes wieder von Balea meine geliebten Abschminktücher nachgekauft. Ich liebe die einfach, ich verwende die nur und die mussten definitiv auch dann heute wieder mit. Dann habe ich mir wieder von Balea diese anti-fallenden Augenpads gekauft. Für die, die mich wahrscheinlich schon ein bisschen länger schauen, wissen, dass ich die einfach liebe und mir die auch immer wieder nachkaufe. Und ja, wie gesagt, ich finde die einfach klasse. Ich trage die mir gerne abends mal auf und lasse die wirklich dann noch 20 Minuten einwirken. Und ich finde einfach, dass man das wirklich auch danach einfach sieht. Man sieht einfach einen Unterschied. Und von daher liebe ich die und die mussten auch mit. Dann habe ich mir dieses Mal auch nochmal von Balea dieses Augenkonzentrat hier gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich benutze es gerne zwischendurch, weil es ist halt mit dem grünen Tee-Extrakt und ich finde, da merkt man auch einen Unterschied. Ich habe die jetzt noch nicht so oft verwendet, deswegen habe ich mir die jetzt nochmal nachgekauft, weil ich die jetzt auch ein bisschen mehr für euch testen möchte und ja, von daher musste die natürlich auch mit. Dann habe ich mir mal wieder was nachgekauft und zwar Haarspray. Ich verwende immer dieses von Gatubi. Ich finde das einfach klasse und ich liebe das. Es verspricht das, was es braucht auf jeden Fall. Und ja, ich liebe eh die Produkte von Gatubi. Ich habe mehrere von denen schon und also ich verwende die eigentlich überwiegend. Eine große Liebe. Und was auch dazu kommt, die Flasche ist Rose Gold. Also die musste einfach mit. Rose Gold und Pink ist einfach perfekt. Also von daher musste die natürlich auch mit. Dann habe ich mir von Shaven so eine Augen- und Lippenmaske gekauft. Habe ich vorher noch nie gesehen. Fand ich aber irgendwie super interessant und dachte mir, ich hole die mal mit. Falls ihr schon Erfahrungen damit habt oder die vielleicht sogar schon kanntet, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Aber hier steht halt, reduziert Falten und glättet die Haut. Also schlecht sein kann es ja nicht. Von daher freue ich mich auch, die mal ausprobieren zu können. Ja, ich bin ja immer offen für neue Sachen. Dann habe ich mir noch hier von Balea wieder meine Reinigungsmilch gekauft. Die kaufe ich mir auch eigentlich immer nach. Von daher musste die jetzt auch wieder mit. Die ist mit Aprikosenkernöl und ich vertrage die sehr gut. Ich schminke damit immer meine Augen ab, also Mascara und so. Und die brennt halt auch nicht in den Augen, was ich sehr, sehr wichtig finde. Von daher musste die auch mit und was ich auch gut finde, was ich auch sagen wollte. Ich kann hiermit auch wasserfeste Mascara und so, kriegt man hiermit super runter. Von daher schaut euch die vielleicht wirklich mal an. Also wie gesagt, gerade für die Augen finde ich die eigentlich ziemlich gut. Da kann ich euch wirklich empfehlen, falls ihr irgendwie da noch auf der Suche seid. Irgendetwas. Dann habe ich mir jetzt von Catrice diese absolut matte Eyeshadow-Palette gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr die eventuell schon kanntet. Ich fand die Farben eigentlich jetzt ganz cool. Ich habe die jetzt ehrlich gesagt zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, die gibt es schon ein bisschen länger. Aber ich fand eigentlich die Farben hier total schön. Das ist halt so rosa, grau, braun. Ich finde so den Aufbau eigentlich klasse zum Konturieren auch von den Augen. Und hier die dunklen Farben sind überhaupt, habe ich jetzt herausgefunden, auch klasse für ein Gesicht zu konturieren. Ich habe jetzt mit den anderen Paletten, es gibt halt eine, da sind überwiegend Brauntöne drin. Und die ist einfach perfekt dafür. Da kann ich die euch empfehlen, falls ihr mal keine anderen Produkte dabei habt. Die Palette hier ist einfach. Ich wollte das jetzt mit der ja auch mal ausprobieren, weil eigentlich sind ja auch ganz passende Farben drin. Überhaupt, ich finde die Farben klasse. Man hat halt echt so eine Art Highlighter hier drin. Man kann es ausprobieren. Also ich probiere auch immer gerne so Produkte mal für andere Sachen aus und nicht unbedingt nur als Eyeshadow-Palette. Und falls ihr da irgendwie auch mal ein Video zu haben wollt mit so Hacks,
wo man die Produkte eventuell noch verwenden kann, dann schreibt mir das auch in die Kommentare. Dann drehe ich dazu gerne mal ein Video ab. Dann habe ich mir noch mein Catrice On Mac Plus Make-up gekauft. Ich war ja immer auf der Suche, ich habe eigentlich immer das von MAC und dachte mir, ich probiere jetzt mal einfach aus der Drogerie aus und habe mir jetzt dieses hier einfach mal gekauft. Und ich muss wirklich sagen, ich find das eigentlich ganz gut bis jetzt. Ich werde das jetzt mal noch weiter ausprobieren und das hier ist jetzt die 020 Nude Beige. Ich probiere es einfach mal aus und werde euch dann natürlich berichten. Dann habe ich mir wieder meine heißgeliebte Catrice Glam & Joy Mascara nachgekauft. Ich musste einfach wieder mit. Ich habe mir jetzt die hier mal nachgekauft. Ich hatte die sonst immer wasserfest. Ich wollte die jetzt auch mal ausprobieren, aber ich denke mal, da wird, denke ich, kein großer Unterschied sein. Von daher habe ich mir die jetzt auch einfach mal noch mitgenommen. Dann habe ich mir die wieder von Gatsby Made for Mess jetzt mal mitgenommen. Ich habe jetzt die Werbung da gesehen mit Farina, glaube ich, heißt sie. Und wie gesagt, da ich die Produkte von Gatsby eigentlich eh liebe und gerne verwende und ich ja eigentlich auch dickes Haar habe, was eigentlich auch immer Lockung hat, finde ich das hier, denke ich mal, ganz praktisch dafür. Ich werde es auf jeden Fall auch ausprobieren. Ja. Ich denke, mal ausprobieren kann man es ja. Ob es dann wirklich so gut ist, ist wieder was anderes, aber ich probiere es auf jeden Fall mal aus. Dann habe ich mir jetzt noch zwei Kajalstifte gekauft. Von Trended Up sind die. Und zwar sind das diese beiden hier. Das ist einmal so ein grün und so, ja, so braun, Rose Gold. Keine Ahnung, wie ich die Farbe beschreiben soll. Ich finde die auf jeden Fall schön, die Farben. Und ich bin irgendwie momentan total begeistert, auch mal andere Kajalstifte in anderen Farben zu verwenden. Normalerweise habe ich dann immer schwarz oder grau gehabt, aber ich fand die Idee jetzt auch mal ganz cool, andere Farben zu verwenden, wie grün oder in meinen Augen blau, ist auch ganz cool. Und da habe ich die jetzt gesehen und dachte mir, ich hole die beiden einfach mal mit. So, und dann habe ich als letztes noch drei Lippenprodukte. Wie soll es auch anders sein? Es wäre kein Video von mir, wenn keine Lippenprodukte dabei wären. Und zwar sind das die Vivid Matte Liquid Lipsticks von Maybelline. Ich habe mir diese drei Farben hier mal mitgenommen. Ich hoffe, es ist fokussiert. Ich finde die drei Farben einfach super, super schön. Es sind halt wirklich mal andere Farben. Es ist halt einmal so ein richtig schönes Rot, Rebel Red ist das, dann so ein Nude Tone, Nude Thrill und dieser Rot-Orange-Ton, Orange Shot. Und ja, ich liebe ja eben im Moment die Orange-Töne, von daher den trage ich auch heute, also da könnt ihr so ein bisschen schon mal, wie die aussehen. Ich finde, es steht halt matt drauf, aber sie sind schon matt. Aber sie fühlen sich auf den Lippen einfach überhaupt nicht so an. Also ich finde, die fühlen sich wirklich richtig gut auf den Lippen an. Also ich kann das irgendwie gar nicht beschreiben, weil für mich fühlen die sich nicht so wie andere matten Lippenstifte auf den Lippen an. Und von daher, wie gesagt, ich liebe die einfach. Ich hatte mir anfangs nur die roten gekauft und habe mir die anderen jetzt nachgekauft. Und ich finde sie einfach klasse. Ich weiß, es gibt auch noch rosane, aber rosa steht mir nicht so gut. Von daher ist es nicht so meine Farbe. Und Pink. Ich habe eher so Rot- und Brauntöne und von daher mussten die natürlich auch noch mit. Und das war dann auch schon mein DM-Haul. Es war jetzt mal ein wenig, beziehungsweise ein kleiner DM-Haul. Ich habe nicht so viele Sachen gebraucht, aber es waren wenigstens ein paar Sachen, die ich euch noch mal zeigen konnte. Und daher hoffe ich natürlich, dass ihr von den Palen schon welche kanntet und die ich nicht kannte. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, da freue ich mich immer, eure Meinungen zu lesen, beziehungsweise überhaupt zu allen Produkten. Oder ob ihr mir eventuell sogar noch bessere Sachen empfehlen könnt, da freue ich mich natürlich immer drauf. Und dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, eventuell sogar ein Abo. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!